Vogtländisches Meer feiert runden Geburtstag. Anlässlich 50 Jahre Talsperre Pöhl gab heute Mittag Umweltminister Frank Kupfer den neuen Geh- und Radweg über die Staumauer frei. Die Eröffnung war gleichzeitig der Startschuss für die Festwoche vom 11. bis zum 20. Juli. Organisiert wird das 10-tägige Programm von Mariechen Bang, Geschäftsführerin des Zweckverbandes Talsperre Pöhl und dessen Vorsitzenden Rolf Keil. Geplant sind neben Dampferfahrten und Open-Air-Konzerten auch Exkursionen. Erstmals seit langer Zeit kann zum Beispiel wieder das Innere der Staumauer besichtigt werden. 1958 begannen die Bauarbeiten an der Talsperre. 6 Jahre später konnte das Vogtländische Meer für den Tourismus erschlossen werden. Neben dem Hochwasserschutz diente sie bis in die 90er Jahre auch der Brauchwasserversorgung für die Industrie. Die Pöhl zählt mittlerweile zu den 3 größten Talsperren Sachsens.